Schneller geht's nicht. Warum dieses Einfamilienhaus mitten in Philadelphia der Traum jedes Immobilieninvestors ist, siehst du in diesem Video. Let's get into it. Der Lucas Show. Mein Name ist Lukas. Auf meinem Kanal hier zeige ich dir, wie ich hier an der Ostküste der USA im Großraum Philadelphia Immobilien finde, kaufe, sie renoviere und sie vermiete. In diesem Video siehst du sozusagen einen Quickie. Schneller geht's wirklich nicht. Dieses Objekt haben wir kurz vor Weihnachten für einen europäischen Investor gekauft, renoviert und jetzt auch vermietet. Was ich mit schnell meine und warum es der Traum jedes Immobilieninvestors ist, siehst du anhand der Zahlen und Fakten am Ende des Videos, also dranbleiben. Jetzt gehen wir erstmal ins Haus und schauen uns das gute Stück von innen an. Los geht's. 17th Street, das ist fertig. Das ist ein Haus, das sind 4 Schlafzimmer, ein Badezimmer. Das war ein sozusagen Spontankauf kurz vor Weihnachten. Und ja, jetzt haben wir Anfang Januar und das ganze Haus ist fertig. Und geht jetzt in die Vermarktung. Das heißt, morgen geht's auf den Markt. Coole Sache. Schauen wir es uns an. Hier im Wohnzimmer haben wir jetzt 2 große Fenster raus zur Straße. Ist ein bisschen lauter. 17th Street ist so nicht stark befahren, aber schon ein bisschen Verkehr. Was haben wir noch? Wir haben hier einen Kamin, also so einen alten Kamin, der kein Kamin mehr ist. Der wurde umgewandelt, der ist jetzt nur noch Ventilationssystem, also Bestandteil vom Ventilationssystem. Dann haben wir hier hinten noch eine Tür nach draußen, die ist nicht mehr in Benutzung. Und dann gehen wir mal hier vor in die Küche. So, hier im Esszimmer, das sah vorher auch ziemlich schlimm aus. Da oben, da war noch so ein Wasserschaden von der Badewanne, die steht genau oben drüber, beziehungsweise dem Klo. Und das war durchgesifft. Der Fußboden war hin, der sieht jetzt schöner aus. Das ist teuerstes Linoleum, aber das passt. Also man muss es bei so Mietshäusern nicht wirklich übertreiben. Gehen wir mal in die Küche. Also hier in der Küche sieht es doch eigentlich ganz gut aus. Der Ofen hinter mir, der ist noch ein bisschen schmutzig, der wird noch sauber gemacht bzw. ausgetauscht. Das kommt noch und der Rest der Küchenzeile hier drüben, ja, der sieht ganz gut aus, oder? Passt eigentlich okay rein. Und hier im Laundry, Wäscheraum, da ist dann Platz für Wäsche und Waschmaschine, Trockner und auch die Lüftungsanschlüsse sind hier unten. Cool, gehen wir mal hoch. Kommen wir zu den Zahlen und den Fakten zu diesem Haus. Der Kaufpreis betrug, ganz kurz vor Weihnachten, 70.000 Dollar. In diesen 70.000 Dollar sind auch die Kaufnebenkosten, die sogenannten Closing Costs, direkt mit enthalten gewesen. Das heißt 70.000 Dollar flat. Das Haus kostet pro Jahr Steuern und zwar 965 Dollar. Die Versicherung schlägt mit 826 Dollar pro Jahr zu Buche. Die Mieteinnahmen betragen 990 Dollar. 990 Dollar, das klingt sehr wenig, ist aber in diesem Fall auch ein Vorteil für den Investor, denn dieser Mieter bringt in dem Fall auch seine eigene Küchenausstattung mit. Hier in den USA ist es unüblich, einen eigenen Ofen mitzubringen, einen eigenen Kühlschrank und so weiter und so fort. In dem Fall bringt es der Mieter mit, erspart dem Investor sozusagen noch höhere Ausgaben und natürlich auch die Wartung. Jedes dieser Geräte kann kaputt gehen. Und was machen die Mieter zuerst, wenn eins davon kaputt geht? Sie rufen den Vermieter an. Hier ist es unüblich, dass Mieter beim Umzug ihre eigene Küche mitbringen. Das passiert nicht. Die Küchen bleiben in den Wohnungen und die werden vom Vermieter gestellt. Also wenn da was kaputt geht, ist das Verantwortung vom Vermieter. In dem Fall, das ist das Problem des Mieters und der Vermieter spart. Super Deal. Die Renovierung dauerte knapp 4 Wochen. Das klingt kurz, aus unserer Sicht ist es aber lang.
In diesem Fall war halt noch Weihnachten dazwischen. Die Weihnachtsfeiertage haben das Ganze noch ein bisschen verzögert. Die Renovierungskosten betrugen 20.000 Dollar rund. In diesen 20.000 Dollar ist ein neues Dach enthalten, sind die Fußböden komplett neu gemacht worden, die Wasser- und Abwasserrohre mussten ausgetauscht werden, jede Menge davon zumindest, und die Elektrik musste angepasst werden. Also 20.000 Renokosten, 70.000 Kaufpreis bringt das Haus auf ein Gesamtinvest von 90.000 Dollar Cash. Bei 990 Dollar Einnahmen ab Tag 1. Schneller geht's einfach nicht. Innerhalb von 4 Wochen das Haus vom Kauf bis zur Vermietung. Kommen wir zur Renditebetrachtung. Also 90.000 ist das Gesamtinvest, 990 sind die Einnahmen pro Monat. Ziehen wir jetzt hiervon noch die Steuern, Versicherungen und natürlich auch die Kosten fürs Property Management und die Rückstellungen ab, kommen wir bei saftigen 8% netto aus dem Stand raus. Also 90.000 Dollar investiert, heißt in diesem Fall knapp 600 Dollar Einnahmen jeden Monat. Schneller geht's einfach nicht, oder? Was meinst du? Ist das ein guter Deal? Schreib mir das am besten mal in die Kommentare. Wenn dir meine Videos gefallen, dann lässt du mir am besten ein Like da. Wenn du jemanden kennst, der sich auch für diese Themen interessiert, dem schickst du am besten dieses Video. Wenn du auch selber auf der Suche nach solchen Investitionsmöglichkeiten bist, ja, dann kontaktierst du mich am besten mal. Jetzt danke ich dir für deine Aufmerksamkeit. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin.